Hallihallo, liebe Waage. Herzlich willkommen zu deinem Ausblick in den Juni. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, dieses Orakel ist für dich, wenn du im Sternzeichen Waage geboren wurdest oder dein Aszendenten dort hast oder dein Mondzeichen. Alle weiteren Infos zu diesem Orakel findest du wie immer unter dem Video in der Infobox von mir aufgeschrieben, unter anderem welche Karten ich verwende. So, nun beginnen wir. Ich beginne mit diesem Orakel, ja. Für die Wagen im Juni. Über was darf ich sprechen? Wie sehen die Tendenzen aus? Okay. Hier haben wir eine bewusst gewählte Einsamkeit. Man sieht hier eine hübsche Meerjungfrau, die auf einem Felsen sitzt, mitten im Wasser. Und da sitzt sie nochmal. Du betrachtest hier etwas. Du betrachtest dein Leben, rückwirkend, aber auch wie es gerade ist. Und was ich auch so wahrnehme, ist, dass du gewisse Optionen und Möglichkeiten betrachtest und darüber nachdenkst. Oh, da fällt mir die Karte aus der Hand. Und mit der bewusst gewählten Einsamkeit, du möchtest hier ganz bewusst etwas alleine betrachten. Ja, also möglichst ohne Einfluss von der Meinung anderer und der Betrachtungsweise anderer Menschen. Deine eigene Betrachtungsweise auf die Dinge ist dir sehr, sehr wichtig. Deine eigene Wahrheit finden, damit du dich nach deiner eigenen Wahrheit richten kannst, leben kannst, manifestieren kannst. Hier haben wir eine Militärperson. Für die Wagen, ja, das kann man wortwörtlich nehmen. Militärdienst, aber das ist was halt nicht sehr speziell. Hier haben wir einen angenehmen Brief. Vielleicht wartest du auf Nachricht von einer offiziellen Seite hier. Nachrichten von einem Amt, vielleicht. Also du wartest auf Nachrichten von dieser Militärperson, was auch immer diese Militärperson bei dir repräsentiert. Das ist jedenfalls etwas mit etwas Höherrangiges, ein Amt, eine Behörde, eine Institution, ja vielleicht wirklich Bund, vom Bund, aber das ist sehr einzeln. Das mag vielleicht eine Waage betreffen. Okay. Es kann auch ein Arbeitgeber sein, ja. Oder Arbeitgeberin. Militärperson, Eigentümer. Für eine Wohnungszusage oder eine Information zumindest von einem Vermieter, eine Reaktion, nachdem du etwas nachgefragt hast oder du hast dich für eine Wohnung beworben oder so. Uiuiui. Das Gefängnis. Du möchtest raus aus dem Gefängnis. Diese Zusage oder diese Information, die du bekommst, bedeutet für dich, eine Entlassung aus dem Gefängnis. Es tut mir leid, dass ich so kryptisch sprechen muss. Hier Erwartung, du wartest auf etwas. Es ist für jede Waage etwas anderes. Das Orakel ist für die Wagen, die auf etwas warten, etwas Wichtiges, etwas Zukunftsweisendes. Und diese Informationen von dieser Militärperson, dieser höherrangigen Person oder Institution bedeutet eine Entlassung aus einem Gefängnis, aus einem Zustand, in dem du nicht mehr sein möchtest. Wo du dich eingeschränkt und gebunden fühlst, wo du dich vielleicht bestraft fühlst, oder im falschen Umfeld, in der falschen Wohnung, im falschen Haus, wo du dich nicht mehr wohlfühlst. Ja. Angenehmer Brief.
den ich vorhin in die Kamera gehalten habe, den angenehmen Brief, der bedeutet gute Nachrichten. Weil das Kartendeck beinhaltet auch eine Karte, die da heißt, ich meine unangenehme Nachrichten. Und du hattest den angenehmen Brief. Das ist eine gute Nachricht. Schau, das ist eine gute Nachricht. Hier ist eine Zusage. Du bekommst hier eine Chance, auf die du gewartet hast. Du bekommst die Möglichkeit, auf die du gewartet hast. Und das Ass der Münzen, das ist ein neuer Samen, der gesät werden kann hier in der materiellen, grobstofflichen Welt. Das kann theoretisch alles sein. Okay, aber ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben. Es kann ein Job sein, es kann ein beruflicher Werdegang sein, es kann eine neue Ausbildung sein, es kann eine neue Wohnung sein, eine neue Verdienstmöglichkeit, eine Verbesserung in den Finanzen, eine Verbesserung in der Wohnsituation. Und so weiter, ja. Es hat auf jeden Fall etwas damit zu tun, dass du auf etwas wartest. Auf eine Nachricht. Und die wird kommen und sie wird eine gute Nachricht sein. Drei Münzen. König der Kelche. Ist wieder eine sehr bedächtige Energie, ne? Er hockt hier auch im Wasser, hat seine Augen zu, betrachtet auch etwas für sich, ganz persönlich, horcht in sich hinein, wie sie da die Gerechtigkeit Ritter der Münzen, sieben Kelche. Das, er betrachtet auch etwas. Und vorhin habe ich gesagt, du betrachtest Optionen und die sieben Kelche können für Optionen stehen. Das ist eine Phase, wo noch nichts klar ist, ja, wo alles offen ist, aber ich nehme das so wahr, ein Angebot wird hier ins Haus flattern. Eine Zusage, ein Angebot. Ja, hier, das bist du. Klar, du befindest dich in der Unsicherheit, hin und her gerissen, weißt gerade nicht, in welche Richtung es weitergeht, Unsicherheit, ob hier etwas klappt, ob du die Zusage erhältst, ob du die Chance erhältst. Ja, und das wird kommen. Definitiv. Zwei Schwerter sind vielleicht auch Zweifel, ob du für etwas geeignet bist, für das, was dir letzten Endes hier angeboten wird. Ob du den Kriterien entsprichst, ob du gut genug bist. Ja, ich nehme das so wahr, hier lässt jemand lange auf sich warten. Lange. Der Mond steht ebenso für Unsicherheiten. Du befindest dich in einer unsicheren, undurchsichtigen Situation. Vielleicht hast du auch mit gewissen Ängsten zu kämpfen, ob dein Wunsch in Erfüllung geht sozusagen, weil etwas sehr lange dauert. Der Ritter der Münzen, die Mühlen vom Ritter der Münzen mahlen langsam. Sehr langsam. Also ich nehme so wahr, eine lange, lang ersehnte Nachricht trifft hier ein. Ja, klar, Ass der Stäbe, du hast unglaublich Bock auf diese Sache hier. Du möchtest, dass sich was tut. Du möchtest, dass sich etwas verändert. Auch sie hat die Augen zu. Das ist für mich auch diese in sich gehen, die Dinge betrachten, in sie hineinhorchen, bei sich bleiben, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen von der langen Wartezeit zum Beispiel oder von der Unsicherheit oder von den eigenen Ängsten und Zweifeln, die in einem aufkommen, ja. Aber du bist definitiv bereit hier. Solltest du eine Möglichkeit bekommen oder diese Zusage bekommen, bist du definitiv bereit hier quasi einen Handschlag zu machen und einen Vertrag oder eine Vereinbarung quasi einzugehen, dich verpflichten zu lassen. Ne? Wenn man Verträge eingeht, hat man ja gewisse Pflichten. Was dir hier klar wird in dieser Wartezeit ist, dass du diese Sache wirklich, wirklich möchtest. Das wird dir nochmal richtig, richtig klar. Das festigt sich in dir. Ja, und hier siehst du wirst erhalten, was du verdienst quasi. Hier wird dir etwas gegeben.
Hier wird dir die Hand gereicht. 6 Münzen, das ist Wohlwollen. Das ist Gerechtigkeit, das ist Ausgleich. Und dann geht's ab in die Zukunft. Der Wagen. Es geht ab in die Zukunft mit großer Geschwindigkeit. Also du hast lange warten müssen. Aber es geht los in die Freiheit. Du bist ehrgeizig, du hast Bock da drauf und du kannst es kaum erwarten. Und diese Möglichkeit wird dir gegeben. Ich hätte gern eine zusätzliche Karte für das Ass der Münzen. Eine zusätzliche Info für die Wagen da draußen. Will dich zurück. Was ich hier wahrnehme ist, will dich. Okay, es kann ja auch sein, dass es auf einen alten Weg zurückgeht, aber das ist nämlich nicht so wahr. Für die meisten Wagen ist es so, will dich. Man will dich. Vielleicht hat man auch, vielleicht entscheidest du dich zwischendurch mal kurz anders, ziehst dich zurück, weil hier sind auch Zweifel zu sehen. Es kann sein, dass es sehr speziell ist, nicht auf jede Waage zutrifft, aber jemand sagte, hey doch, bleib in der Richtung, hey, wir wollen dich ja. Du bekommst die Zusage, du bekommst die Chance, also bleib da. Bleib da. Ebenso geht es hier um in sich gekehrt sein, nachdenken. Hier geht es ums Träumen. Du träumst definitiv und fantasierst hier oder betrachtest hier etwas, denkst definitiv sehr über diese Sache nach, weil du sie liebst, weil du Bock drauf hast, wie ich vorhin schon gesagt habe. Du träumst davon die ganze Zeit, das geht dir nicht aus dem Kopf, das verlässt dich nicht. Also das jagt dich quasi, diese Sache hier. Das lässt dich nicht los. Das lässt dich nicht los. Will dich zurück, lässt dich nicht los. Und hier haben wir noch eine Karte, die einen an Michael Jackson erinnert. Hier möchte jemand sein wie du. Du hast hier, du beeindruckst hier unter anderem auch jemanden, nehme ich so wahr. Du bist eine Inspiration für andere. Vielleicht, das ist auch sehr speziell. Einmal dieses Militärding ist sehr speziell und dann nehme ich hier sowas wahr, wie auf der Bühne stehen, Schauspielern singen, das ist aber auch sehr speziell, aber ich möchte es trotzdem sagen. Aber es ist halt so, du bist irgendwie in einer Art ein Vorreiter oder eine Vorreiterin und du wirst hier einige haben, die es dir gleich tun wollen, die so sein wollen wie du. Du inspirierst hier sehr stark. Die Leute, die dich sehen. Die 7 Kelche ist übrigens auch eine Karte, die für Fantasieren steht und Träumen steht. Ja. Du malst dir hier definitiv aus, wie es sein wird oder würde, wenn du diese Chance bekommst. Ich hätte gerne noch eine Karte für das Gefängnis. Das Gefängnis ist unter anderem auch ein schlechter Ruf. Manche Wagen haben mit einem schlechten Ruf irgendwie zu kämpfen. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich gerade eben gesagt habe. Du möchtest etwas auch wandeln, den schlechten Ruf wandeln, den schlechten Ruf von einer Sache in ein gutes Licht drücken. Du möchtest irgendwie etwas zeigen, dass etwas doch gar nicht so schlecht ist, wie es einen Ruf hat.
oder du, es kann halt eben auch sein, diese Sache, die du dir wünschst, hat in deinem Umfeld nicht unbedingt den besten Ruf. Was aber für deinen Weg völlig wurscht ist, weil es ist ja, es kommt darauf an, was du davon hältst, wo es dich hinruft, was du tun möchtest. Und ich nehme das so wahr, dass du es sogar schaffst, bei manchen Menschen das umzuwandeln, ja, diesen schlechten Ruf quasi abzumildern oder aufzulösen und zu zeigen, hey, so schlecht ist das gar nicht, was ich da vorhabe oder was ich mache. Ich meine, Militär, das ist so zwiegespalten. Also wenn wir jetzt hier Militär nehmen, diese Karte hier, da kannst du jetzt halten davon, was du willst. Auf der einen Seite kann man sagen, sie beschützen die Bürger, die beschützen das Land. Auf der anderen Seite wird es benutzt zur Kriegstreiberei. Wir wissen ja alle, was auf der Welt abgeht, ne? Seit jeher. Deswegen, das so, aber das ist nur ein Beispiel, ne? Weil ich das verdeutlichen möchte, was ich hier wahrnehme. Kann halt auch sein, dass du zum Beispiel umziehen möchtest und du möchtest einfach aus einem Umfeld raus, das toxisch ist, das in dem viel Lästerei herrscht, wo du einfach denkst oder fühlst, du passt da nicht mehr rein, fühlst dich wie ein Außenseiter, klar, und dann hast du halt einen schlechten Ruf, weil du nicht zu dem Gifthaufen dazugehörst, sozusagen. Das kann auch möglich sein. Bitte übertrag es auf deine Situation. Und was halt auch sein kann, ist, dass wenn du mehrere Optionen hast, dann gibt es hier jemanden, der dich halten möchte, jemand, der dich zurück möchte. Die andere Option mit hier, wants you back. Dass es hier mehrere Optionen gibt, das nehme ich auch so wahr. Aber du musst halt logischerweise für dich entscheiden, was dich interessiert, was dich begeistert. Das ist dein Kompass. Wofür kannst du dich begeistern? Worauf hast du Lust? Wo zieht es dich hin? Wofür brennt dein Feuer? So. Aus dem Delfin-Orakel haben wir hier die holographische Sichtweise. Betrachte, und wieder dieses Wort betrachte, ne? Betrachte die Situation aus ganzheitlicher Sicht. Genau das ist das, was du ja tust. Du bist Teil eines größeren Ganzen. Alles ist im kleinsten Teilchen enthalten. Du hast Zugang zu allen Informationen und Fähigkeiten, auch zu deinen außersinnlichen Fähigkeiten. Getrenntheit ist eine Illusion. Betrachte deine Situation aus einer ganzheitlichen, übergeordneten Sicht. Ja, du versuchst, alle Richtungen zu verstehen, die hier irgendwie involviert sind. Liebe Waage, das kann ich dir weitergeben für den Juni. Sehr interessante Energie. Danke für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass ich dieses Orakel für dich machen durfte. Wenn du magst, gerne. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.